Und das hier aufmachen. Das ist da jetzt natürlich im Weg. Das können wir schieben. Das können wir den nach unten ziehen. Gehen wir da weiter runter. Sehr hübsche kleine Rätsel hier. Finde ich immer wieder toll, wie das. Das ist so ein kleines Futzelchen zerfällt. Das riesige Teil. Jetzt können wir hier hoch, hier durch. So ein Teilchen holen. Bring ich mal an Bord. Brauchen wir vielleicht irgendwann. Und drück. Was geschieht? Es werde Licht. Und es wurde Licht. So. Das Ding lege ich mir erstmal hier auf. Sieht gut aus. Na toll. Dies wollte ich nicht. Dies war unnötig. Erstmal den Ofen anheizen. Oh oh. Hier ein bisschen höher. Mal wieder auf. Es spielt jetzt keine Rolle mehr, wenn wir über Wasser sind. Dann, ja, mal vorwärts. Wir müssen Windenergie nutzen. Geht eh nicht für falsch.
wenn wir wieder über Wasser sind. Können wir das auch mal wieder aufrichten. Und ups. Und volle Möhre. Würde ich auch sagen. Da ist gerade nichts im Weg. Ich bin nicht versehen. Achso. Kohle alle. Treibstoff. Ich wollte direkt mal volle Fahrt aufnehmen. Und wenn das möglich ist, das sehen wir auch nochmal. Ach du Scheiße. So viel zu den Segeln. Ich reparier mal gleich. Nein. Die Tank da innen drin ist und da wird wahrscheinlich auch langsam. Ohne Antrieb funktioniert wahrscheinlich auch nicht mehr. Was mache ich denn? Was bin ich hier tun? Nein. Was zum Henker. Kompliziert heute ständig an. Wirst du mal hier. Mein lieber Scholli. So, ups. Und hier mal die Flaggen los. Jetzt wär's nicht komplett gestanden. Sorgen wir mal hier innen wieder für Antrieb. Und das sehen wir drüben raus. Herrlich. So volle Fahrt. Genießen wir das Ding mal ein bisschen. König der Welt. Errungenschaft freigeschaltet. Nice. Volle Fahrt voraus. Zurück mal hier wieder rein. Angelegt. Jetzt sollte mal das Feuer löschen. Die Maschinen aufstellen. Ja gut, wenn da nichts ist, dann müssen wir jetzt wieder tauchen oder? Darüber. Wir finden das schon aus. Sekunde. Jetzt mache ich hier das Ding. Unten durch sieht gerade nicht gut aus. Ne, da passen wir nicht lang. Nehmen wir die Schweißmaschine. Mit ganz viel Schweiß, das Zeug da oben schweißen. Wirtschaft freischaltet, alles auf Kante genäht. Aha, 10 beim Schweißen. Okay. Nur wird 10 mal geschweißt. Und ups. Und dann versuchen wir mal da hochzukommen.
geht's wohl scheinbar weiter. Oder auch nicht. Müssen wir von der Spitze ausspringen oder? Ah ja, wahrscheinlich hier. Das kriegen wir auch nicht hin. Vielleicht aus einem anderen Winkel. Ne, so kann ich nicht springen. Hier weiter. Unten durchschwimmen. Mit Lok geht das nicht. Genossen. Kann ich höchstens durchschwimmen? Die Lok kommt nicht durch. Die passt durch den kleinen Spalt nicht durch. Müssen wir mal gerade gucken. Mir fällt gerade auf, bin ich das? Ist das nur bei mir im Spiel so oder haben wir mehr von Kopfhörern oder haben wir die Lautstärke ein bisschen? Die Lautstärke? Nee, das ist in Ordnung. Zwei Kopfhörer ein bisschen. Den mit Kopfhörern ein bisschen lauter stellen. Okay, nun haben wir wieder so ein Portal. Mein größter Kritikpunkt hier an Teil 1 und an Teil 2 an der Serie hier generell ist, dass man nach oben, unten, links und rechts schwimmen kann. Das ist also nach vorne, hinten, oben und unten. Ich würde so gern mal hier ein bisschen nach links und rechts schwimmen. Da mal ein bisschen mit dem dreidimensionalen Raum. Es macht vor allem dieses Gefühl, dass das die Tatsache, dass das 3D ist, das macht das so ein bisschen. Wenn es ein 2D-Adventure wäre, wenn der Raum eher 2D angelegt wäre, kein Problem. Verständlich, warum man nur 2D-dimensionell kann, aber die Landschaften sehen alle so dreidimensionell aus. Als könnte man da hinten langlaufen und so. Das ist halt dafür ist das. Man muss ja nicht wirklich hinlaufen können, aber so mal kurz sich mal ein bisschen nach rechts und links bewegen können und dann so ab und an mal so ein bisschen 2-3 Meter in die Richtung rennen können. Hier zum Beispiel auf dem Steg da hin und her rennen zu können, nach vorne und nach hinten. Das wäre es halt noch, dass man da noch gucken kann. Jetzt hier vielleicht eine Stelle, wo ich besser raufkomme oder weiter. Das ist halt an dem. Das vermisse ich hier sehr stark. Aber ja. Okay, das bringt mich auch nicht viel weiter. Tja. Also. Theoretisch könnte man da irgendwie oben an dem. An den Kran dort ran, aber. Aber wie?
So. Wenn es nicht so stark für dich nach aussehen würde, als ob wir sofort darüber könnten. Sieht so erreichbar aus. Und dann irgendwie doch nicht. Da kommen wir nicht lang. Krümel. Vielleicht irgendwas. Zumindest ein paar Dreckdinger, die wir einsammeln können und ein Schiff bringen können. Glaub nicht. Tja. Bist du noch weit rausgeschwommen? Für manche Rätsel brauche ich halt irgendwie. Ein bisschen länger. Kann ich hier irgendwo rein von unten? Ich komme auch nicht an Land. Ich komme mit Sicherheit auch nicht durch. Ja. Ich passe die Maschine doch auf keinen Fall durch. Ich meine, wir können es probieren, aber du kannst mir nicht erzählen, dass das riesige Teil hier, unser Riesenschiff, hier durchpasst. Ne, das passt auf gar keinen Fall. Kannst du mir nicht erzählen. Dagegen fahren und dadurch irgendwie mit Wucht das Seite schieben. So halb unter Wasser.
Die haben auch nichts mehr. Das könnte ich noch verpulvern. Zurücksetzen. Und für ein Karo. Schnell löschen. Ich brauche die Kohle noch. Tja, was nun? Muss erst die Komplettlösung rausholen, oder? Ach, oh, okay. Auf einmal geht's. Wir waren bloß noch nicht hoch genug aufgetaucht. So da hoch konnten. Das war das Problem, wahrscheinlich. Lass die mal fallen hier. Ein Dreckstück können wir unten brauchen. Eine Spieluhr. Autsch. Ja, das sind zu gut, da können sie bleiben, können wir später einsortieren. So. Jetzt hier nochmal hoch. Strickleiter habe ich doch sofort gesehen. Ich kam bloß nicht ran. Da muss man noch ein bisschen Stückel mehr auftauchen. Dass das Schiff nicht ganz aufgetaucht ist, habe ich ja nicht berücksichtigt. So. Ganz vorsichtig hier rüber. Ich gehe erstmal gucken. Ach, da hätten wir uns fest im Wind. Na gut, ist das da. Scheinbar ja. Festhalten.
Seltsam. Irgendwas, wo wir was draufstellen können. Okay, da kommen wir auch nicht mehr hoch. Hätten wir uns eins dieser Teile mitnehmen sollen. Okay, in einem Zug geht das nicht. Ziehen geht nicht. Uah, verdammt. Was willst du, Spiel, von uns? Vorgestellt, dass man mit den Dingern irgendwie die Kette kaputt macht, aber schon festhalten tut man sich dran. Kommt man hier nicht hoch. Was jetzt? Ah, okay. Ich komme hoch. Nur ein bisschen klettern musste man. Was haben wir hier? Aha, jetzt runter. Sehr weit runter. Oha. Dass man jetzt so eine Maschine ist, die wir haben. Sieht mir ganz nach der alten Maschine aus, die wir so ein V1 hatten. Ist das die alte Lokomotive? Mit blauen Knöpfen. Ihre Teile zerlegt. Und das ist einfach nur der Mechanismus der Tür. Jetzt blicken hier Sachen ein. Es hat schon starken Lokomotive-Vibe. Können wir die Teile vielleicht damit hochholen? Den Kran hier.